Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ach, herrlich wieder in Deutschland, die Sonne scheint perfekt. Heute machen wir für euch diesen wunderschönen BMW M5 Competition. Standard 625 PS. Ja, aber bevor wir loslegen, möchte ich euch mal eins sagen. Das Bicheck da hinten, der macht ja nachher die Downpipes rein. Aber jetzt habe ich ihn erstmal verdonnert, damit er diese Pflanzen da gießt. Ja? Weil es ist seit 4,5 Wochen hier eigentlich kein Regen gekommen. Die Pflanzen da hinten komplett ausgetrocknet. Jetzt hat er die wenigstens mal gegossen hier. Ja? Wenn du dich so um deine Frau kümmerst wie um die Pflanzen, muss ich dir sagen, dann geht deine Frau auch bald ein, gell? Christian, immer aufpassen, gell? Immer gut achten auf alles, was dir gehört. Und die Pflanzen gehören auch dir. Du wolltest sie damals gepflanzt haben, ich habe sie dir gemacht, also kümmere dich um sie. So, machen wir weiter. Was bekommt das Ding? Der bekommt heute Downpipes mit 200 Zellen Cut und OPF-Entfall. Ja? Plus Software, Motor, Getriebe, BMC Rennfilter und dann schauen wir, was er dann so drücken wird. Original hatte Christian ihn schon mitgenommen, haben wir ihn gemessen. Zeige ich euch das Diagramm. Wie ihr wisst, 625 PS Serie. Gemessen habe ich das Ding mit 685,7 PS. Also gute 60 PS mehr als angegeben. Das ist aber bekannt, weil die BMWs, gerade die Turbomotoren, aber auch nicht nur BMWs, sondern auch Mercedes und alle anderen, die streuen alle etwas nach oben gerne. Wir werden jetzt im Serienzustand mal testen. 0 auf 100, 100 auf 200. Dann nimmt das Bicheck das Ding hier rein, macht die Downpipes rein. Ich mache in der Zeit die Software. Danach geht's auf den Prüfstand, messen wir die Ausgangsleistung und wieder auf die Autobahn und checken die Zeiten. So, meine Lieben, wir sind unterwegs auf die Autobahn. Dort wird getestet. Ja. Ich bin schon gespannt, was er packt. 100 auf 200. Wir sind zwei Leute hier im Auto. Und ja, dann den Unterschied möchte ich nachher gerne sehen. Ja. Weil das wird bestimmt sehr schnell. Rein optisch von innen im Raum Verarbeitung. Gefällt mir persönlich der E63S besser. Es ist einfach schöner von innen. Wobei man sagen muss, dass der M5 halt schon halt auf Sportlichkeit getrimmt ist. Ja. Es ist halt der sportlichere Motor. Der Motor selber dreht halt auch nochmal 500 Umdrehungen weiter wie E63. Und vom Potenzial her sind beide sehr gut, um Leistung rauszuholen. Wobei ich sagen muss, dass die AMG-Motoren stabiler sind. Ja, also die können von der Leistung her, können die einfach mehr Leistung abhaben. Ja, weil AMG ist halt AMG. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass wenn man jetzt die beiden Autos nimmt, nämlich einen M5 mit 800 PS oder einen E63S mit 800 PS, wird der M5 mit 800 PS eigentlich immer einen Tick schneller sein wie die E-Klasse, weil da einfach besser abgestimmt ist vom Getriebe, vom Schalten und halt durch die Drehzahl, durch die höhere Drehzahl und natürlich die andere Übersetzungen, die der BMW hat, ist er halt etwas schneller. Also da braucht ein Mercedes dann schon so 50 PS mehr, damit er dann mit so einem BMW mithält. Ja, Mika, ich persönlich, was mag ich an dem M5? Ich mag den Motor sehr gut, ja, weil er sehr hoch dreht. Er hat praktisch seine Leistung auch bei Drehzahlende, ja, mit Turbos sogar. Früher war es ja so, dass die ganzen Turbomotoren so den Peak hatten mit dem Turbo und oben rum ist halt der Ladedruck abgefallen und Leistung ist auch abgefallen. Das ist bei diesem Auto hier nicht der Fall. Ich habe halt wirklich mein Leistungsmaximum bei maximaler Drehzahl. Das ist halt das pervers Geile an diesem Motor. Ja. Vom Optischen her und vom Fahren, ja, es ist sehr sportlich abgestimmt, sehr hart auch alles. Ja, Ali, also da ist alles baugleich. Anders ist halt wirklich nur die Codierung, die Software und Motorinnereien, Motoranbauteile, Turbolader, alles pipapo, ist alles gleich. Die V-Max, das ist eine gute Frage. Selbstverständlich ändert die sich. Also wir machen sie im Prinzip eigentlich immer ganz auf. Meine persönliche Höchstgeschwindigkeit mit so einem Auto waren GPS 347 km/h. Ja. Geht mit Sicherheit noch etwas schneller, aber ich hatte dann Muffenshausen. Ja. Nein, keine Muffenshausen, der Salah ist gefahren. Und wir hatten nicht so viel Zeit in Abu Dhabi. Wir müssten dann Bremse drücken, weil dann der Blitzer schon kam. Ja. Das Video zeigen wir euch jetzt hier.
Das ist ein Fall für X-Faktor. Was glaubt ihr? Haben die Downpipes, die wir verbauen, Zulassung oder haben sie keine Zulassung? Führen wir euch in das Licht oder sagen wir euch die Wahrheit? Ich sage, die haben Zulassung. Was sagt ihr? So, wunderbar. Herzlich willkommen auf der deutschen Achterbahn. Jetzt ist es ja so, wir wissen ja gar nicht, was jetzt los ist, weil da geht es ja jetzt um Energie hin und her und Tempolimit. Jetzt wollen sie die Kernkraftreaktoren 2, 3, 4, 5 offen lassen. Aber die wollen im Gegenzug Speedlimit 120. Deswegen müssen wir uns das nochmal alles richtig ausnutzen und richtig alles testen und fahren. Deswegen testen wir jetzt mal hier auf der Autobahn Launch Control 0 bis 200 oder beziehungsweise auf Viertelmeile und alles, was halt so geht. Ne? So, dazu gehe ich in Manuellmodus, Bremse, Vollgas, los geht's. 100 km/h, 140, 150, 160, 170, 180, 220 und einmal bremsen. Das war doch mal gar nicht mal so schlecht, wa? So, die Tests sind fertig, sind hervorragend geworden und wir fahren jetzt gerade wieder zurück. Dann übernimmt Zbyszek. Er macht dann die mechanische Arbeit, währenddessen mache ich die Software. Danach geht es direkt auf den Prüfstand zum Messen und dann wieder auf die Achterbahn. Achterbahn, ihr wisst, solange das Limit 120 noch nicht ist, geht und dobt euch aus, weil ich befürchte, dass es kommt. So, wir sind hier. Ich übergebe an Meister Zbyszek, der Mann, der alles kann, weil er Pole ist. Er wurde auch polnisch erzogen, in Deutschland geboren, aber polnisch erzogen, deswegen kann er alles. Ja? Und der verbaut jetzt hier die schönen Downpipes in das Auto rein. Granny, what do you do to bad guys? I shoot them! Ziemlich gut, ne? Für so ein schweres Teil. 2 Tonnen wiegt das Ding. 685 PS haben wir gemessen. Die Zeiten sind hervorragend. Wir sind gespannt, was er danach machen wird. Und jetzt lassen wir mal den Zbyszek ein bisschen schaffen und ihr könnt ein bisschen zugucken. Meine Freunde, dann kommen wir zur Software BMW M5 F90. Steuerung Bosch MG1. Ja. Da haben wir jetzt noch das Glück, dass das Auto jetzt 3 Jahre alt ist und wir können noch das programmieren, ohne dass wir die Steuergeräte wegschicken müssen zum Entsperren. Das heißt, alle Modelle, ich meine, rund ab Erstzulassung 27 sind gesperrt und die müssen erst entsperrt werden, damit wir da Zugriff bekommen zum Programmieren. Das machen wir zusammen mit der Firma Femto. Das heißt, wir bauen die Steuergeräte aus, schicken sie zu Femto, die entsperren sie uns und wir können sie danach programmieren. Somit können wir auch die ganz neuen BMWs machen ohne Problem. Ja, wichtig da aber ist bei den neuen BMWs, dass man praktisch im Menü unter Datenschutz die Funktion
Remote-Software-Update praktisch deaktiviert, weil wenn da ein Online-Software-Update kommt, ist es natürlich wieder original und das Steuergerät ist wieder gesperrt. Ja, und die Entsperrung kostet sehr viel Geld. Ja, das sind bei zwei Steuergeräten 2000 Euro. So, ich zeige euch jetzt hier ein paar Sachen zur Motorsoftware, was interessant ist. Ich sage euch nicht alles, nur ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Leistungsanzeige. Ja. Also, was wäre interessant, das ist einmal zum Beispiel die Performance-Anzeige. Wir haben hier die Anpassung des Moments für die Performance-Anzeige. Wie ihr seht, habe ich sie hier auf 1000 Newtonmeter hochgeschrieben. Das heißt, das Fahrzeug zeigt auch nachher dann in der Performance-Anzeige 1000 Newtonmeter an, wenn es echte 740 sieht, ja, das heißt alles, was echte Ausgabe 47 zeigt er 1000 an, weil man muss wissen, diese Performance-Anzeige von BMW ist kein reeller Wert, das ist ein Spielwert, man kann da Sachen eintragen, die man will, ich könnte da auch eintragen 200 Newtonmeter, das heißt aber nicht, dass das Auto dann 200 Newtonmeter hat, sondern das ist einfach wie ein Fernseher mit einer Spielerei. So, zur Leistung, da habe ich jetzt praktisch auf 588 kW die Performance-Anzeige hochgeschrieben, dass er das auch anzeigen kann. Wie ihr seht, ist 460 kW Serie, 588 kW schreibe ich jetzt hoch, das sind dann knapp 800 PS. Ja. Wichtig hierbei ist, es gab immer Tuner, die dann das hochgeschrieben haben, Performance-Anzeige, und er hat sich dann die Leistung praktisch ausgerechnet dazu. So, das heißt, wenn aber Performance-Anzeige 1000 Newtonmeter anzeigt und das auch anzeigen soll sehr lange, dann komme ich auf eine sehr, sehr hohe Leistung dann im Endergebnis, was er anzeigt. Und dazu habe ich dann hier praktisch, zeige ich euch gleich, ich suche das schnell, einen Schalter, den ich umlege, wo ich praktisch auf das maximale kW-Zahl zugreife. Das hier sind ein paar Fehlercodes noch. So, Lambda-Kennfelder, zeige ich euch. Ja, hier ist es, seht ihr? So, hier habe ich den Schalter, der heißt Schalter-Ersatzwert Sportanzeigen Bereichsende Leistung. Wenn ich den aktiviere, zeigt er maximal nur das an, was ich ihm da oben reingeschrieben habe. Das heißt 588 kW, mehr wird der nicht anzeigen. Zu der Skala, zur Skala-Änderung, dann habe ich hier diese kleinen Werte. Das ist die Basisskalierung pro Bereich in der Anzeige. Die ändere ich alle ab, damit ich dann praktisch auch in der Skala die Anpassung habe, weil original habe ich ja einen anderen Wert in der Skala im Display. Ja, was ist noch sehr wichtig, dass er nicht überfettet und zum Beispiel, wenn er in Bauteilschutz reinfährt, ist ein sehr wichtiges Kennfeld das hier. Das ist Lambda-Grenze Fett. Das heißt, hier stelle ich ein, wie fett er maximal fahren darf. Hier habe ich jetzt auf 0,80. Wie ihr seht, original stellen die Werte auf 0,70. Das heißt, er würde anfetten bis 0,70, 0,72. Ja? Und das ist halt wirklich Gießkannenprinzip, das brauchen wir nicht. Wir haben Lambda-Grenze Fett auf 0,80. Das heißt, wird er auch nicht fetter. Ja. Wir wissen, er tankt sehr guten Sprit. Ja. Dann gucken wir mal die Zündung an. Wir haben Zündwinkelkennfelder sehr viele, aber er bewegt sich dann eigentlich hier, Moment kurz, wo haben wir denn hier, wo seid ihr denn hier? So, genau. Grünzündwinkel, Bestwert im Bauteileschutz, der wird meistens hier fahren, ja, weil er dann halt natürlich Temperatur bekommt und alles. Und hier steht es original auf 12, 13, 13,5 Grad. Wir stellen es hoch auf 17 Grad da im, unter Volllast, weil wir haben hier unsere Stützstelle. Ich sehe hier bei 210% Last. Hier oben habe ich meine Drehzahl. Bei 210% Last mache ich dem 17 Grad 17,5. Das schauen wir nachher, ob er die auch fährt. Wenn er guten Sprit tankt, wird er sie fahren. Wenn er etwas zurücknimmt, ist auch kein Problem. Darf er gerne machen. Was auch sehr wichtig ist, oder was mir beziehungsweise wichtig ist in der Software, was mir aufgefallen ist, was BMW da gemacht hat, ist das hier. Ja. Das ist praktisch hier die maximale Spätvorstellung. Ja. So, wie ihr seht, hat BMW die maximale Spätvorstellung bei 6000, also alles, was oben drüber ist, minus 6 Grad. Das heißt, wenn das Auto klingelt, wenn schlechter Sprit reinkommt, kann der maximal 6 Grad zurücknehmen. Das halte ich für etwas wenig, weil je nachdem, wenn ich in Italien rumfahre mit 91 Oktan irgendwo, dann kann es schon sein, dass er mehr wie 6 Grad zurücknimmt. So, ich mache das hier alles auf 9 Grad. Das heißt, ich erlaube ihm praktisch mehr Zündwinkel zurückzunehmen als BMW selber. Dann habe ich hier noch Spätvorstellungen pro Klopfereignis. Da sage ich ihm, er nimmt 2,25 Grad zurück, wenn er einen Klopfer hört. Das ist ganz okay, das reicht. Und Lambda natürlich habe ich auf 0,80 stehen oder 0,82. Habe ich das hier eingestellt. Das sind alles Fehlercode-Tabellen. Hier haben wir die Zündung.
So, hier ist Lambda. So, Bank 1 und Bank 2. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier bei einer hohen Last ab 200% hier oben wieder meine Drehzahl, Lambda 0,82 stehen. Und wenn er da etwas warm wird, dann fährt er praktisch die Lambda-Fettgrenze an, geht dann auf 0,80, dass er kühlt mit 0,80, das reicht ihm. Mehr braucht er da nicht. Ja, das sind noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt hier nicht so sagen möchte, weil da habe ich sehr lange gesucht, ja, mit 1-2 Schalter. Und klar, da haben wir hier eine Drehmomentbegrenzung, die kann ich euch noch zeigen. Schubabschaltung, auch sehr interessant. Die habe ich hier praktisch die Zeit verlängert auf 1,5 Sekunden. Wie ihr seht, ab 90 km/h hat er es nur noch 0,5 Sekunden gemacht. Ich lasse es stehen auf 1,5 Sekunden. Das heißt, die Schubabschaltung ist 1,5 Sekunden aktiv. Und die Geschwindigkeit original macht er das nur bis 75 km/h. Und ich lasse ihn knallen bis 150 km/h. Das kann man auch auf 300 stellen. Das heißt, er würde dann da oben rum auch knallen. Brauchen wir jetzt in dem Fall aber nicht. Hier habe ich meine Drehmomentbegrenzung. So, wie ihr seht, habe ich das jetzt hier auf 900 Newtonmeter begrenzt und obenrum abfallend wieder auf 800 bei 7,2, damit er dann schön einkuppeln, schön schalten kann. Und ja, es gibt noch ein paar Sachen hier, aber auf die Themen gehen wir jetzt nicht ein. Jetzt spiele ich das gleich wieder in die Motorelektronik rein und dann warten wir, bis das Bücher fertig ist und dann gehen wir auf den Prüfstand. So, die Hardware ist fertig, Sbichek hat gute Arbeit gemacht. Wir fahren jetzt damit auf den Prüfstand, dann spielen wir dort direkt unsere Software drauf und messen. Nach dem Messen geht es weiter auf die Autobahn, checken wir nochmal 100 auf 200, 0 auf 100, Viertelmeile, pipapipapo, alles was vorher. Und jetzt müssen wir aber los, weil es ist schon 16.48 Uhr, deswegen müssen wir uns beeilen. So, Getriebe ist programmiert, jetzt programmieren wir die Motorelektronik. Dazu nehmen wir den M5 Competition wieder. Wir programmieren über OBD, gehen auf Identifizieren. Dann erkennt er hier die zwei Steuergeräte. Der Autotuner schreibt beide, wenn man sie programmiert. Ja? Bei anderen Tools ist es so, dass man erst das eine auswählen muss, auslesen, dann das andere auslesen. Beim Programmieren auch beide. Der Autotuner ist geil, der liest einfach aus und programmiert beide mit dem gleichen File, weil in jedem Steuergerät ist das gleiche File drin. So. Dann klicke ich hier auf ECU schreiben, wähle die abgestimmte Datei, das ist das hier, modifiziert, zack, gehe auf schreiben und wird geschrieben. Jetzt dauert es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Minuten, dann ist es programmiert. Dann lassen wir einen Autotuner dran, wir verbinden uns über Datalog, dass wir alles auch loggen, ob der Ladedruck passt, Zündung passt und alles und machen hier die schöne Ausgangsmessung. Ja, was möchtest du denn sagen? Hä? Was will er denn? Ich habe die Software gemacht. Der sagt immer, wo sind die Albaner? Der hat mir Albanisch beigebracht, aber nur die schlechte Wörter kann ich euch sagen. Das stimmt überhaupt. Klar, hast du mir das einzigste, pass auf, das einzigste Gute, was er mir beigebracht hat, ist Fallen in Derit. Das heißt Dankeschön. Ja, und alles andere wollt ihr gar nicht wissen. Kommentiert mal drunter. Ein paar nette Wörter auf Albanisch. Ja. Und der übersetzt mir dann, also kommentiert keinen Scheiß. So, auf jeden Fall haben wir jetzt gemessen. Wie ihr wisst, wir hatten in der Eingangsmessung schon etwas mehr als Serie. Wir hatten 685,7 PS in Serie und 870 Newtonmeter Drehmoment. Wir haben jetzt OPF entfernt, Downpipe mit 200 Zellen, Software Motor, Software Getriebe, haben wir jetzt 832,5 PS und 1145 Newtonmeter. Ich freue mich schon auf die Autobahnfahrt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch, wie kann das sein, dass dieses Auto so viel Leistung hat, ist ganz simpel. Wenn wir uns das Log hier anschauen, sehen wir,
dass wir eigentlich bis Drehzahlende einen Ladedruck von 1,8 bar fahren. Ja? Lambda 080, das ist perfekt für die Kühlung, ja? Weil wir haben ja 200 Zeller Rennkatz drin, der OPF ist weg. Ja? Und wir fahren 17 Grad, das was auch eingestellt war, könnt ihr euch erinnern, habe ich gesagt, zwischen 16 und 17 Grad, das fährt das Auto, das heißt, er hat guten Sprit drin, er hat keine Rücknahmen, Drosselklappe ist 100% auf, das heißt, es begrenzt auch nichts vom Getriebe, weil wir das programmiert haben. Und ja, jetzt geht's auf die Autobahn. Ja, und wie wir sehen können jetzt hier bei den Spotterzeigen, habe ich jetzt hier die Skalierung angepasst. Das heißt, meine Skala geht jetzt bis 800 PS und bis 960 Newtonmeter. Das heißt, bei Vollgas werden die voll ausschlagen, ja, weil wir natürlich auch die Leistung jetzt haben. So, wir sind auf der Autobahn wieder und checken jetzt mal wieder die ganzen Werte. Ja. Bin ich mal hier spannend, was da so rauskommt, gell? So, bereit? Geht los. Ach du Scheiße, geht das Ding ab, Alter. 150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 240, 250. Das reicht auch schon. So, also das hat sich brutal angefühlt, ja. War auch brutal. Ich mache mal hier die GoPro wieder aus vom Tacho. Ach, dann gucken wir mal, ne? Und jetzt Sound natürlich auch programmiert. Der ballert, wie er ballern soll, ne? Aber natürlich auch nur bei Sport Plus, ja? Wenn man ihn Komfort macht, hört, dann hört man nichts mehr. Es ist mittlerweile 19.30 Uhr, wir sind jetzt fertig, Testfahrt gemacht, Prüfstand gemacht, alles gemacht. Und ich muss euch sagen, 0 auf 100 in 2,93 Sekunden zu dritt im Auto, das ist eine Ansage. Ja? Also ich sag euch, wenn da zwei Leute rausgehen, bist du von 0 auf 100 easy 2,6, 2,7. Das macht der 100 auf 200 6,31 Sekunden. Wir sind fast 2 Sekunden schneller, fast. Ja? Wie gesagt, wenn man alleine da drin sitzt, fährt man da 5,6, 5,7 Sekunden. Und die Viertelmeile jetzt 10,4. Und 200 auf 250 haben wir sogar geschafft mit 5,8. Ja, lässt sich sehen für so einen Familienwagen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Erfolg in allem, was ihr macht. Egal, was ihr macht, Hauptsache ihr macht was, was euch Spaß macht. Denn nur dann gefällt euch die Arbeit und nur dann werdet ihr erfolgreich. In diesem Sinne, macht's gut. Oh.